Sie können gerne die Experten in Kunchum, Mirham oder Punin fragen. Die Herstellung eines solchen Artefakts ist nach aktuellem Kenntnisstand schlichtweg unmöglich. Halt, warten Sie. Das heißt nicht, dass wir Ihnen Ihren Auftrag nicht abnehmen. Natürlich können wir hier am Institut so etwas anfertigen, aber es wird ein Weilchen dauern und wohl auch ein ordentliches Sümmchen kosten. Rayodan de Porcupino zu einem Klienten des Instituts. So tretet ihr aus dem grauen, wabenden Schleier. Ihr könnt die Geschehnisse dort drin nicht ganz verorten, fühlt euch orientierungslos und auch zeitlos, wenn ihr dann aus dem Portal herausstolpert und vor einem, es ist kein wirkliches Hexagramm steht, aber ein Kraftspeicher, der in den Boden eingelassen ist, rotes Schweineblut, was wohl daran noch klebt, und vor euch könnt ihr einen Magier erkennen, der euch mit einem Lächeln begrüßt. In eine graue Robe gewandelt, verbeugt er sich vor euch leicht und ja, so seid ihr irgendwo in einem Keller angekommen. Ihr hofft, dass ihr in Kuslik seid. Ein faszinierender Übergang. Ein interessanter Erfahrung. Warum sind wir nicht in den Niederhöllen rausgekommen? Ich muss zugeben, eine wesentlich glattere Erfahrung als von Brabak nach Mirham. Bonjour, Monsieur. Ist das Kuslik? Ah, buongiorno. Ja, das ist Kuslik. Willkommen. Es hat also funktioniert. Mit wie vielen Leuten seid ihr aufgebrochen? Hä? Seid ihr vollständig? Ich schaue mich mal um. Nun, ja. Wir scheinen nichts Wichtiges verloren zu haben. Es sieht ganz so aus, ja. Ja, wenn ihr euch umblickt, ihr wisst nicht genau, ob die Spektabilität mit angekommen ist, aber zumindest könnt ihr sie auf den ersten Blick hier nicht erkennen. Die Spektabilität von Kuntium Kadiel Okarim ist nicht zu sehen. Oh, ich fürchte, wir haben doch eine Person verloren. Hat jemand Kadiel gesehen? Das ist nicht gut. Aber ich darf mich vorstellen, ich bin Tagenion, Spherologe, und ich möchte euch dann doch begrüßen. Dass wir jemanden verlieren, war fast zu erwarten. Aber wenn das nur einer ist, dann... Nun, dann müssen wir eine Rettungsmission starten. Nun, was meint ihr mit verloren? Nun, wir sind doch ganz froh, wie gesagt, dass es nur eine Person ist, die nun abhanden gekommen ist. Dieser Tunnel ist sehr experimentell. Es ist schwierig, diese Navigationskristalle so zu kalibrieren, dass der Zielort richtig eingestellt ist und der Weg von Kuntium nach Kuslik ist ja nun schon etwas entfernt. Oh, ihr habt Kristalle gesagt. Lassen Sie mich doch einmal sehen. Ich habe da ein Händchen für... Ich würde mir die Kristalle ganz gerne mal angucken. Mit Kristallzucht. Ja, du kannst dich in dem großen Kellerraum umblicken. Neben der, ja, ist es ein Portal, was wohl halbrund in den Boden eingelassen worden ist. Mehrere andere Ringe, die drumherum aus verschiedenen Metallen platziert worden sind. Und wie gesagt, vor dir kannst du ein großes Hexagramm erkennen, wohl auch mehrere verschiedene Heptagramme, die ineinander übergegangen sind und verschiedenste Zeichen einer seltsamen Magiersprache, die wohl auch in den Stein eingelassen worden sind oder in die Metalle. Und ja, kannst dich dann von dem Spherologen zu den Kristallen führen lassen, die er da wohl an den einzelnen Stellen eingelassen hat. Okay. Fällt mir irgendwas Besonderes an den Kristallen auf? Ja, schauen wir mal nach. Du hast 11 Punkte in deiner Kristallzucht übrig. Die Kristalle sind hochwertig, sie sind künstlich wohl gefertigt, also künstlich gezüchtet und nicht natürlichen Ursprungs. Und darüber hinaus sind sie natürlich auch den verschiedensten Elementen zugeordnet, die du dann hier erkennen kannst. Wohl auch ein 7. Element, was dir gerade so nichts sagt. Also hochexperimentell. Das sind also nicht immer alle 6 Elemente vorhanden, sondern ein 7. Dazu hat er irgendwann Abel mir mal philosophiert, aber nichts genaues weiß man nicht. Wir haben es auch vom Trollminister gehört. Genau das. Der hatte euch auch damals gesagt, dass es ein 7. Element der Kraft geben soll. Und das ist auch hier wohl auch eingearbeitet. Also das, was der Troll vor vielen Jahren mal gesagt hatte, scheint hier zuzutreffen.
Der scheint wohl gerade irgendwelche Kristalle wieder neu zu positionieren, zu drehen. Ja, das ist gar kein Problem. Wir haben für diese Rückkehr auch... nun ja, normalerweise klappt es in der Hälfte der Fälle. Und wenn jetzt, nun ja, ein Großteil von euch durchgekommen ist, dann ist das schon mal ein Erfolg. Vielleicht war es eine elementarharmonische Dissynchronisation. Hier, Wasser und Feuer stehen sich etwas ungünstig gegenüber. Vielleicht liegt es daran. Na, es könnte auch an der Verschiebung vom Strick des schwarzen Mannes herrühren. Wir müssen da noch etwas tüfteln, aber wir bekommen Spektabilität Okarim selbstverständlich zurück. Was ist denn hier, nicht wahr? Ich nehme an, ihr leitet den Sphärenübergang über den näheren Limbus? Über die Kraftlinien. Ja, natürlich, das macht ja auch Sinn. Der Strick des schwarzen Mannes, der ging... Das war nicht der Knochenpfad, über den wir einmal gegangen sind, oder auch nicht das Feuerband. Nein, das sind andere Kraftlinien aus der Wildermark oder aus dem Tarpatischen. Hier laufen verschiedenste Kraftlinien zusammen. Der Fächer der Macht, die Jakwe-Linie, der Strick des Schwarzen Mannes, die Septima, die Wasserscheide, der Pfad des Lichts, die Feuerschweiflinie, der Atem der Äonen, die Kette der Zyklopen, die Feenflügel. Ja, ich spüre. Bedeutet das, wir sind über den Fächer gekommen? Ich weiß, dass er doch Fasar läuft. Korrekt, über den Fächer der Macht. Ein sehr starker Nodex, hier, das muss man schon festhalten. Mein Dolch vibriert geradezu. Das macht zumindest Sinn, dass wir uns nun hier sammeln und nicht in Kunchum. Denn sollte man alle Magier von den verschiedensten Orten in Kunchum sammeln wollen, dann würde sicherlich, sagen wir, ein Viertel von ihnen überhaupt ankommen. Seid ihr nicht darüber besorgt, dass die... sagen wir, Endpunkte dieser Kraftlinien etwas zu euch senden könnten, das ihr nicht bestellt habt. Wir können sie verschließen. Das ist doch jetzt gerade das Problem, dass wir sie wieder neu aufdrücken müssen. Wir müssen oben neue Schweine bestellen. Das wird wieder ein furchtbares Durcheinander. Also, Moment, mir fällt hier gerade etwas ein. Vielleicht habt ihr schon einmal von einem Tetraeder gehört, das die Sphären aufspaltet? Tetraeder. Also, wir kennen selbstverständlich die Prismen der Zahlgeweihten, aber ein Tetraeder? Zulamin, wie hieß es noch? Das Terrillion-Tetraeder. Es handelt sich wohl um ein magisches Artefakt, das nichts mit den Prismen der Zahlkirche gemeinsam hat. Dann solltet ihr eventuell mit Jelef Ibn Yassa versprechen. Er sitzt oben im Konferenzraum. Vielleicht kann er euch etwas darüber berichten. Er ist zwar kein Sphärologe, so wie ich, aber nun, über Prismen und Erze, da kennt er sich etwas besser aus. Das klingt gut. Nun, und er kommt außerdem aus der Region. Genau deswegen. Also gut, lasst uns einmal gemeinsam nach oben gehen. Die Keller sind dann doch meist etwas zugig, möchte ich meinen. Ich brauche neue Schweine und ihr könnt euch dann im Konferenzraum etwas umblicken, bis dann der Rest eingetrudelt ist. Verwendet ihr tatsächlich Schweine, um die nötige Energie aufzubringen? Was sollten wir sonst benutzen? Nun, Eigenblut hat sich für gewöhnlich als stabiler erwiesen. Ja, und hier wird man auch sicherlich eine ganze Menge an magischem Eigenblut finden können, aber die Mengen, die dann doch fließen müssen, sind so sehr gewaltig groß. Wir werden sicherlich gleich 200 Schweine runterbringen. Ich verstehe. Kann die Akademie leider nicht tragen, dass dann die Novizen zu einer Spende gebeten werden. Nein. Nun, habt ihr darüber nachgedacht, eine fremdsphärische Komponente zu verwenden, die den Übergang leichtern dürfte? Ihr spielt auf die siebte Domäne an? Unter Umständen? Nein. Nicht ausschließlich. So sehr nah, wie wir an den Limbus-Linien sind, ist das doch ein Weg, den wir hier nicht beschreiten wollen. Wir wollen ja nicht, dass andere Dinge durch dieses Tor durchkommen, die wir hier nicht haben wollen. Ich bin mir sicher, Boltax hier kann euch vielleicht darüber aufklären, ob es Möglichkeiten der Elementarharmonisierung gibt, was das angeht. Ja, das können wir gerne zu einem späteren Punkt angehen. Ich hätte da einige interessante Überlegungen, auch im Hinblick auf die Kristalle. Aber gerne. Ich meine, wenn ihr schon einmal länger aufhalten, ihr wolltet vorangehen, wenn ich mich nicht täusche. Ich denke, dass wir sicherlich morgen werden wir allesamt hier versammelt haben und die Rettungsmissionen werden diesbezüglich auch abgeschlossen sein. Hoffen wir jetzt zumindest, dass alle Spektabilitäten angekommen sind.
Nun, seine Spektabilität Okarim ist ja glücklicherweise ein Mann, der sich auch durchaus selbst zu helfen weiß. Korrekt. Das Problem ist, wenn er... Wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Rettungsmission. Richtig, richtig. Das Problem ist nur, wenn er irgendwo anders rausgekommen ist, beispielsweise in Lowang oder so etwas, dann die Suche wird recht strapaziös, möchte ich meinen. Also gut, dann folgt mir bitte in den Salon. Ja, und so könnt ihr dann die Treppen wieder nach oben schreiten. Seid dann wohl mehrere Stockwerke im Fels von Kuslik, wo es dann eben auch relativ feucht ist. Und wenn ihr dann nach oben tretet, führt er euch durch den Rest der Magierakademie vom Institut der Arkanen Analysen, der IAA. Wenn ihr dann angekommen seid, könnt ihr im Salon auf bequemen Sitzgelegenheiten euch niederlassen und seht dann wohl, wie Erfrischung, Getränke, kleine Knabbereien bereits dort stehen. Es ist nicht wirklich ausgelassen, nicht so sehr wie in den Thulamidenlanden. Es sind einfach nur Kleinigkeiten und auch keine Säfte oder so etwas, sondern viel mehr Wasser mit irgendwelchen wenigen Geschmacksrichtungen, irgendwie eine Zitrone oder sowas, die dabei liegt. Wen ihr wohl in einem der Sessel erkennen könnt, ist eine etwas ältere Magierin mit einer Widderhornkappe, die euch aus müden Augen anblickt. Neben ihr an den Ohrensessel gelehnt ein Stab mit einer Kristallkugel und sie nickt euch dann nur noch zu. Abelmir erkennt sie direkt. Prisha von Gardeschkrotz. Ich würde auch direkt auf sie zugehen. Ah, sehr erfreut, euch hier zu sehen, Spektabilität. Ich hab euch lange nicht mehr gesehen. Ja, verzeiht, ich bin heute etwas neben mir. Wir kennen uns? Abelmir Jamorinus, wir haben uns in Gard kennengelernt. Ja, verzeiht, dass ich euch nicht wiedererkenne. Mein Gedächtnis, ihr habt davon gehört? Ja, ein unglücklicher Umstand. Aber es ist nicht wichtig, ob ihr mich wiedererkennt. Ich erkenne euch wieder. Das ist viel wichtiger. Gut, gut. Ich hoffe, euch geht es dem Umständen entsprechend gut. Ich kämpfe mich so durch. Es ist nervenaufreibend, aber der Weg lohnt sich. In der Tat. Das Symposium verspricht einen großen Erfolg zu werden, hoffe ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Abelmir, wollt ihr uns nicht vielleicht vorstellen? Ah, nun, das sind meine Gefährten. Dies ist Diamantes, Sulamin Al-Shabra, Boltags Sohn des Ruger. Ja. Rafim und Serpentilio Canava. Delazar. Nun, jeder hat vielleicht von meinem Lehrmeister gehört. So viele Namen. Ja, sie nickt. Merkt euch einfach Boltags. Boltags ist ein schöner, einfacher Name, den könnt ihr euch sicher merken. Ich klopfe ihr mal auf die Schulter. Ja, sie nickt und lächelt milde. Scheint aber auch schon wieder von den vielen Namen überfordert zu sein. Nun, verzeiht, ich erinnere mich nicht mehr. Was war eure Heimatakademie? Punin. Ich habe einst in Punin gelehrt. Ah, Punin. Ein sehr traditionsreicher Sitz, nicht wahr? Ich bin mir sicher, ihr habt das Beste aus dem Ort gemacht. Mir wurde gesagt, ja. Moment, Punin. Ja, das ist eine schöne Stadt. Solltet ihr vielleicht ein wenig länger Zeit haben, wir alle, was das angeht, es gibt tatsächlich vielleicht einige Ideen zur praktischen Sphärologie zu erörtern, auf die ich eure theoretische Sicht gebrauchen könnte. Ich bemühe mich. Schauen wir mal, wie mein Verstand in den nächsten paar Tagen so mitmacht. Aber ich habe gehört, dass wir heute noch nicht uns zueinander setzen. Ihr könnt sehen, wie von dem Salon aus auf eine weitere Tür aufgemacht wird und könnt wohl erkennen, wie dort zwei Personen im Raum stehen, die eine sehr
andersartige Aura versprühen. Der eine sehr liebenswert, ihr erkennt ihn direkt, wenn ihr ihn denn schon einmal erblickt hattet, Melvin Störrebrand, der Hofzauberer von Rohaya und neben ihm besonders klein und euch mit den Blicken mustern, vor allem Abelmir und auch der andere Schwarzmagier, Serpentilio werden misstrauisch beäugt, Saldor Foslarin. Ihr seid also auch endlich da, ja? Oh, hallo Saldor. Na, altes Haus, wie geht's dir? Ich möchte doch bitten, Boltax, etwas mehr Respekt in den Hallen der IAA. Ach, ist doch nicht so schlimm. Hast du das Neueste gehört? Ich habe eine Freundin. Oh. Glückwunsch, Boltax. Ja, Mann, das freut mich aber richtig. Seid ihr jetzt also hier, um euch mit euren, um euch in diese Sitzgelegenheit zu bequemen? Nach dieser langen Reise. Eine sehr angenehme Sitzgelegenheit. Willst du sie auch mal ausprobieren? Nein, wir arbeiten. Warum nicht? Es ist sehr bequem. Oh. Nun, aber nichtsdestotrotz, wie geht es dir denn? Kommt lieber mit in den Konferenzraum. Ich halte die Atmosphäre hier drin nicht lange aus. Nun, das liegt vielleicht an eurem befremdlichen Umgang mit uns. Morenes. In der Tat. Ihr habt euch meinen Namen gemerkt. Nochmal die Gilde wechseln funktioniert wohl nicht mehr. Nun, ich hoffe, dies ist ein einmaliger Zwischenfall gewesen. Ja. Jeder meint nach dem zweiten Mal, als ihr die Gilde gewechselt habt, ja? Ach, lass das doch. Weder die Weiße noch die Graue wollten ihn haben. Nun, ich versichere euch, die Schwarze wollte ihn auch nicht zwangsweise. Was habt ihr damit zu schaffen? Was geht euch das an? Ach, Abelmir, lass dich nicht klein machen. Wenn's drauf ankommt, dann gründest du einfach deine eigene. Ich habe nicht vor, die Schwarze Gilde zu verlassen, weder jetzt noch in Zukunft. Also seid ihr hier, um Wasser zu trinken, oder wollen wir wirklich arbeiten? Nun, was ihr unter Arbeit versteht, natürlich. Außerdem ist Wasser ein wichtiges Element meines Lebens, also nehme ich gerne noch einen Schluck Wasser. Spektabilität Foslarin. Nun, also seid doch bitte nicht zu den Helden so. Er kommt dabei auf euch zu, ihr könnt sehen, wie Melvin Störrebrand durch den Raum gleitet, mit seinem Sterngewand, seine Haare sorgsam zur Seite gestrichen. Auch wenn er alt ist, aber scheint wohl irgendwie die letzten Jahre an ihm vorbeigegangen zu sein, hat sich wohl kaum verändert. Und wenn er dann auf euch zugeschwebt ist, gibt er euch allen die Hand, während Saldo Foslarin missmutig immer noch am Rahmen stehen bleibt. Ah, Magister Störrebrand, es ist immer wieder ein Vergnügen, euch zu sehen. Ihr habt euch nicht verändert in unserem letzten Zusammentreffen in Gareth. Nun, es ist tatsächlich einiges passiert. Ich habe euch nicht beglückwünscht. Aber ich kann euch beste Grüße von Isarun ausrichten. Sie hatte mich darum gebeten. Sie ist zwar an der Seite von Rohaya und ließ sich nicht entschuldigen, aber sie ist eine gute Vertretung für mich. Oh, ist mein Geschenk an Rohaya schon angekommen? Bisher noch nicht. Oh, sie wird sich bestimmt freuen. Ich habe es nicht direkt an sie geschickt, aber egal. Dass jemand anders ihr eine besondere Freude machen kann. Es ist ein Armreif, den wir gefunden haben. Nun, ausgezeichnet. Dann wird sie sich sicherlich darüber freuen, ein Geschenk von euch erhalten zu haben. Aber tatsächlich, nun, ob ihr in den Konferenzraum eintreten mögt, wie Spektabilität Foslarin sagt, oder wir können auch gerne gemeinsam durch die Straßen von Kuslik wandern, wenn ihr mögt. Nun, was gibt es dort im Konferenzraum zu besprechen, wenn ich fragen darf? Arbeit natürlich. Ich nehme an, die Herrschaften wollen mit uns konferieren, Abelmir. Glaubt ihr wirklich, dass ich 2 Tage hier rumsitze? Naja, aber es sind doch noch nicht alle da, oder? Es bringt doch also gar nicht, so übereilt zu handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Ist Jelef Ibn Yasafar denn schon dort? Der alte Jelef. Er ist da. Nun, dann wollen wir nicht warten, was er wird schließlich nicht jünger. Nun, dann, er wartet tatsächlich schon im Konferenzraum. Wir hatten schon etwas gebrütet, möchte man meinen. Wir sind vor einem halben Tag angekommen. Mitten in der Nacht. Achso, übrigens, ihr kommt aus Kunthium, korrekt? In der Tat. Habt ihr die richtige Kleidung mitgebracht? Natürlich. Ich habe einen warmen Mantel eingepackt. Nur für den Fall. Ausgezeichnet. Draußen, das Wetter kann sich nicht ganz entscheiden. Mal haben wir Effert, mal haben wir Firun, die uns Regen oder Schnee schicken.
Es ist wahrlich kalt dort draußen und das Wetter ist wahrlich nicht mit dem in Kunchum zu vergleichen. Ich wollte euch nur auf diesen Schock schon einmal vorbereitet wissen. Ach, herrje, ich hatte so etwas befürchtet. Aber nun ja, fürs Erste sind wir ja hier im Warmen. Das sind wir. Drüben gibt es übrigens auch einen Kamin, lächelt er freundlich und wendet sich dann auch um, so als sei alles gesagt und geht dann wieder in Richtung der Tür, wo Fosslarin immer noch am Türrahmen steht. Ich würde ihm folgen. Also. Und dann lassen wir die Herrschaft denn nicht warten, oder? Ja, Prischer bleibt weiter in den bequemen Sitzmöglichkeiten sitzen, schaut euch so ein bisschen verträumt hinterher und ihr könnt dann, wenn ihr mögt, in den Konferenzraum gehen, wo die Atmosphäre dann doch recht arbeitsam ist. Die Bequemlichkeiten, die Sessel sind nicht ganz so sehr bequem wie eben im Salon. Es gibt zwar auch hohe Lehnsessel, schweren Eichentisch oder so etwas. Wand- und Deckenvertäfelungen sind aus dunklem Holz und lassen tatsächlich auch erahnen, dass hier wichtige Entscheidungen getroffen werden, im Gegensatz zu dem Salon, wo alles doch recht etwas heller gehalten wurde. Auch der Kronleuchter, der dann ehemals über eurem Kopf gebaumelt hat, ist dann hier einfach in Kerzen gewichen. Und wenn ihr euch dann umblickt, könnt ihr verschiedene Persönlichkeiten erblicken, die dann hier schon vor den Eichentischen stehen, über irgendwelchen Karten und energisch miteinander diskutieren. Dass noch nicht alle da sind, aber generell die Stimmung soweit ist gut. Rege, diskutabel, gut. Es sind aber noch keine Schwarzmagier im Raum. Bisher nur Weiß- und Graue Magier. Bonjour, der schwarzen Gilde weiß man halt, wann man einen Auftritt machen muss. Bonjour, Signals. Ich Signals. Aber wir haben Nachmittag bis Abend. Das heißt, glaube ich, bonsoir. Es heißt bonjour, es heißt guten Tag. Lernt die Sprache kennen, bevor ihr den Mund aufmacht. Wir haben gerade die 9. Stunde, meine Freunde. Und während ich euch noch über die Uhrzeit streite, könnt ihr dann auch wohl verschiedenste Persönlichkeiten erkennen, die ihr in den verschiedensten Ecken von Aventurien schon erblickt hattet. Jelef Ibn Yasafar, ebenso mit seinem Sterngewand, ein faltiger, dunkelhäutiger Glatzkopf mit dem weißen Bart, kommt dann gestikulierend wie ein Kunchumer Bazarhändler auf euch zu und drückt euch dann auch direkt an seine Brust, trotz seines Alters. Ihr könnt noch Elkana Irelion von Hohenstein erblicken, der euch damals in Punin gesehen hatte. Landor Gerano ist anwesend von der Spektabilität aus Betana. Der kann mich nicht leiden. Der kann dich zurzeit nicht mehr leiden, nein. Ansonsten Metelessa Jakomari ist da die Spektabilität aus Zorgan, eine Illusionistin, die ihr wohl bisher noch nicht ganz so sehr oft gesehen hattet. Saldor Fosslarin, wie gesagt, der ja neben euch steht. Rakorium könnt ihr wohl nicht erblicken. Den hättet ihr zwischen diesem Gewirr aus verschiedenen Persönlichkeiten wohl erblickt mit seinem unmerklichen Charisma. Sieron Cosma könnt ihr erkennen, eine Spektabilität aus Punin. Yolande, die zweite von irgendwie die Königin von Nostria, so könnt ihr zumindest erkennen an ihrem merkwürdigen Konventsgewand mit ihrer Krone, der hochgesteckten Haaren und diesen ganzen Fischen auf ihrer Kleidung, die gar nicht so sehr magiermäßig aussehen. Und ihr könnt eine weitere Person erkennen, noch relativ jung. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie Rohaya. Aber auf den zweiten Blick könnt ihr tatsächlich erkennen, dass es sich dabei wohl um Hippolyta handeln muss. Und neben ihr eine Frau, unscheinbar. Man kann sie gar nicht richtig deuten. Ihr Alter so zwischen 30, 40 eventuell. Auch wenn sie älter wirkt oder weiser wirkt und mit ihrer Kleidung nicht ganz so sehr nach Kuslik angepasst, sieht sie fast aus wie, als würde sie aus dem alanfanischen Hofe kommen, mit einem geschlitzten Seidengewand. So sind doch allerlei Leute anwesend. Ich würde wahrscheinlich erst nacheinander mal so rumgehen und ich begrüße die Leute und die Hand schütteln und mich vorstellen und mich mal die Gespräche so einbringen. Ja.
Ich suche mir einen freien Stuhl, setze mich hin, zünde mir meine Zigarre an und lehne mich zurück. Das kann jetzt ein paar Stunden ziemlich langweilige Diskussion werden. Serpentilio wird tatsächlich auch einmal die ganze Händeschüttelrunde machen und sich dann aber wieder zu den anderen setzen, vermutlich dann neben Diamantis in den erstbesten freien Stuhl. Eine illustre Gesellschaft, denkt ihr nicht? Ich habe jetzt schon keinen Bock auf dieses Ganze hier. Ich gebe zu, der anwesende Expertenstamm ist sehr in die theoretische Richtung gewichtet. Jeder werdet ein wenig viel, sehr trockene Gespräche ertragen müssen. Vor allem Gespräche über Probleme, deren Lösungen längst bekannt sein sollten, wenn man denn, sagen wir, Erfahrung hätte. Aber er erwartet nicht so viel von denen. Nicht, was unser Problem angeht, jedenfalls.